Denica Krivova war ein großes Volleyballtalent. Als junges Mädchen emigrierte sie mit ihren Eltern aus Bulgarien nach Luxemburg. Ihr Leben war der Volleyball. Bereits im Alter von 13 Jahren spielte sie für die luxemburgische Nationalmannschaft bei den Spielen der kleinen Staaten 2003 in San Marino. Nach Stationen in Esch und Mama wechselte sie in der vergangenen Saison über die Grenze nach Frankreich. Dort spielte sie in der höchsten französischen Volleyball-Profiliga bei Thierville-Florange Olympique und das mit Erfolg. Für den Verein bedeutet Denizas Tod einen überaus schweren Verlust, der kaum zu ersetzen sein wird. Ungebremst war die Erfolgsspielerin am vergangenen Samstagmorgen mit ihrem Wagen auf einen Lastzug gefahren. Der LKW und das Auto fingen sofort Feuer. Denica wurde in eine Spezialklinik nach Lüttich geflogen, wo sie Stunden später an ihren Verletzungen starb. Die Unglücksursache ist noch völlig unklar. Viel zu früh riss sie der heimtückische Unfall aus dem Leben. Die Sportlerin hatte Pläne für die Zukunft, wollte ihr Abitur am Lycée Alain-Mayrisch machen und anschließend studieren.